Das ist die KISS. Das hat jetzt nichts mit der legendären Musikgruppe zu tun, auch nicht mit irgendeinem Hersteller für Gummibärchen oder etwa für Lippenstift, sondern mit Selbsthilfe. KISS steht für Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen. Und davon gibt es gleich 5 in Mittelfranken, nämlich in Nürnberg, Ansbach, Weißenburg, Roth und Heißbruck im Nürnberger Land. Was? Noch nie was davon gehört? Na dann aufgepasst. Bei einer KISS geht es um Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen. Was das ist, erklären wir jetzt. In einer Selbsthilfegruppe treffen sich Menschen mit den gleichen Anliegen, Problemen und Krankheiten. Sie machen sich mit anderen Gleichbetroffenen auf den Weg, ihre Situation zu verbessern. Durch Erfahrungsaustausch, Unterstützung, Verständnis und mutmachende Motivation. Mal ganz praktisch. Stellen Sie sich vor, Sie leiden zum Beispiel an einer chronischen Depression oder haben ein Suchtproblem oder bekommen plötzlich eine erschreckende Diagnose gestellt. Wahrscheinlich haben Sie dann viele Fragen und fühlen sich damit bald allein gelassen. Der Arzt hat zu wenig Zeit. Freunde können es nicht mehr hören. Die Familie soll nicht ständig belastet werden. Was da Menschen helfen kann? Menschen, denen es genauso geht. Da kann jeder das loswerden, was belastet. Fragen stellen, Erfahrungen austauschen und neue Perspektiven entwickeln. Das hilft. Und es ist völlig egal, ob man selbst betroffen oder angehörig ist, krank, arm, reich, einsam, jung, alt, groß, klein, dick oder dünn. Auch die Hautfarbe, Religion oder Herkunft spielen keine Rolle. Jeder ist willkommen. Kaum zu glauben. Mittlerweile gibt es in Mittelfranken ca. 900 verschiedene Selbsthilfegruppen zu den unterschiedlichsten Themen. Das sind ganz schön viele. Da könnte man leicht den Überblick verlieren, wenn es da nicht die KISS, also die Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen, gäbe. Die haben sich auf Selbsthilfe spezialisiert und sind auf die Unterstützung von Selbsthilfegruppen eingerichtet. Für eine gute Beratung braucht man einen Schreibtisch, einen Computer, ein Telefon, Rohmaterial und eine warme Tasse Kaffee. Aber irgendetwas fehlt da immer noch. Ach ja, eine freundliche Mitarbeiterin von KISS. Was machen die bei KISS jetzt ganz genau? Sie stellen Kontakte her, nehmen Anrufe von Menschen entgegen, geben Auskunft und beantworten Fragen über Selbsthilfe. Wer Informationen oder Beratungen lieber persönlich und unter 4 Augen möchte, kein Problem. Bei KISS geht es um jeden Einzelnen, ganz individuell. Sie beraten sachkundig, kostenfrei, unverbindlich, vertraulich und auf Wunsch auch anonym. Die Mitarbeiterinnen besitzen viel Erfahrung, haben stets ein offenes Ohr und nehmen sich genügend Zeit. Darüber hinaus macht die KISS aber noch viel mehr, nämlich sie berät Menschen, die nach einer passenden Gruppe suchen oder eine gründen möchten, informiert Betroffene und Angehörige über Möglichkeiten und Grenzen von Selbsthilfe, begleitet bestehende Gruppen, unterstützt Gruppenneugründungen und hilft bei der Raumsuche. Die KISS bietet Beratung bei Gruppenkonflikten und vernetzt die Gruppen untereinander. Sie kooperiert mit professionellen Helfenden und Fachkräften, initiiert und organisiert Projekte, qualifiziert in Informations- und Fortbildungsveranstaltungen die Teilnehmer der Gruppen und sie kennt finanzielle Unterstützung für die Selbsthilfegruppe. Und. Alles in allem, die KISS-Mitarbeiterinnen stehen mit Rat und Tat zur Seite. Und wie ist das mit den Finanzen? Wer bezahlt das eigentlich? Die Kontaktstellenarbeit wird vom Bezirk Mittelfranken, von der Fördergemeinschaft der gesetzlichen Krankenkassen, durch Zuschüsse von einzelnen Städten sowie durch Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert. Übrigens, 2013 feiert das Regionalzentrum für Selbsthilfegruppen in Mittelfranken, der Trägerverein der KISS, sein 30-jähriges Bestehen. 30 Jahre Selbsthilfeunterstützung in Mittelfranken. 30 Jahre erwachsen geworden. Und noch kein bisschen alt. Das muss gefeiert werden. Selbst betroffen? Angehörig? Einfach interessiert? Hier Beispiele aus der Selbsthilfe. Klicken Sie rein.